Bei Mittelwasser fließen etwa 80% der Gesamtwassermenge der Traun über den Oberwasserkanal Jaukerbach und der Rest fließt links im alten Flussbett weiter. Ungefähr 3,5 Kilometer flussabwärts der Zaunerwehr befindet sich das Kraftwerk Klemünchen. Oberhalb der Anlage befindet sich ein Kran, diese beseitigt den Müll, der das Wasser herbringt. Das Kraftwerk Klemünchen besitzt zwei Francis-Turbinen. Jede einzelne Turbine wird von 55.000 Liter Wasser pro Sekunde angetrieben. Das Kraftwerk wurde von der Linz AG im Jahr 1983 erbaut. Diese Anlage liefert pro Stunde 9,8 Megawatt Strom.
Nach einer Gesamtstrecke von 6,5 Kilometer mündet der Jaukerbach wieder retour zur Traun.